Du hörst Episode 39 vom Skipreneur Podcast, dem Podcast für Expertinnen, die sich ein freies, leichtes und selbstbestimmtes Business aufbauen möchten. In dieser Episode erfährst du, welche Fragen dir dabei helfen, stabile Umsätze zu erreichen. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. Ich habe mir still und leise ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in die Themen Strategie, Mindset und Leadership. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich total, dass du auch heute wieder reinhörst. In der letzten Woche habe ich ein virtuelles Retreat gegeben und zwar war das für meine Mastermind-Gruppe und meine Next-Level-Gruppe. Eigentlich wollten wir uns in Kassel treffen. Wir hatten da auch schon ein wunderschönes Hotel reserviert und wollten 5 Tage miteinander und voneinander lernen. Aufgrund der aktuellen Situation hatten wir uns dann doch dazu entschieden, das Ganze online stattfinden zu lassen. Und ich bin super dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben, online miteinander zu arbeiten, auch wenn 5 Tage vorm Laptop sitzen nicht unanstrengend ist. Es ist trotzdem eine ganz tolle Möglichkeit, um einfach voneinander zu lernen, um Zeit miteinander zu verbringen, um gemeinsam zu brainstormen, um neue Ideen zu entwickeln und ja auch neue Motivation zu tanken, um mit dem eigenen Business vorwärts zu kommen. Und das hat auch ganz wunderbar geklappt. Wir haben uns in der letzten Woche sehr viel darüber unterhalten, wie wir es schaffen, Produkte erfolgreich zu automatisieren, Angebote automatisiert, also wie einem Evergreen Funnel zu verkaufen. Und das ist so ein Traum, ne, von ganz vielen. Wie cool ist das, wenn ich ein Produkt habe, was mir jeden Tag, jede Woche, jeden Monat Einkommen bringt und ich dafür nichts tun muss? Ganz so einfach ist es leider nicht, ne? Die Strategie dahinter ist eins, optimieren ist der andere Teil und auch bei so einem automatisierten Funnel spielt auch einfach das Mindset nochmal eine große Rolle. Und ich habe beim Retreat noch ein paar Reflexionsfragen mit auf den Weg gegeben, die ich mir überlegt habe, hier mit dir in dieser Episode zu teilen, denn die sind nicht nur hilfreich, wenn du ein automatisiertes Produkt verkaufen möchtest, sondern zum Beispiel auch, wenn du regelmäßig 1:1 Kunden gewinnen möchtest, wenn du keine Lust mehr hast auf schwankende oder nicht vorhersehbare Umsätze und stattdessen eben planbare Umsätze haben möchtest, beziehungsweise vielleicht auch steigende Umsätze haben möchtest. Auch das klingt gut, oder? Genau dann ist diese Episode für dich. Also ich werde dir in dieser Episode 7 Fragen mit auf den Weg geben, die du dir jede Woche stellen kannst. Denn Reflexion und dir einfach mal eine Auszeit zu nehmen, um zu denken, ist ein super wichtiger Erfolgsfaktor in deinem Business. Ich habe das auch wieder gemerkt, weil mein Kopf einfach so voll war mit so vielen Gedanken, mit so vielen Ideen, mit so vielen To-Dos, dass ich am Ende gar nicht so richtig wusste, okay, was ist denn jetzt eigentlich der nächste Schritt? Und das ist natürlich nicht zielführend und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir genug Auszeiten haben, damit wir zur Ruhe kommen und natürlich auch, damit wir wirklich schauen können, was funktioniert denn gerade gut und was funktioniert denn gerade nicht so gut. Bei mir waren die letzten Wochen eher auch aufgrund des Umzugs hierher sehr turbulent. Eine neue Wohnung müsste gesucht werden. Ich musste angemeldet werden und das Business lief halt ganz normal weiter. Also von daher, keine Sorge, sind da einfach ein paar Dinge zu kurz gekommen. Das ging nicht anders und jetzt dreht sich aber die Uhr wieder anders herum.
Also zurück zum Thema, dir gute Fragen zu stellen, ist extrem wichtig. Ja, also was läuft gerade gut oder was läuft vielleicht auch gerade nicht so gut und was muss geschehen, damit ich bessere Ergebnisse erreichen kann? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die du dir stellen sollst, am besten jede Woche. Und da geht es nicht dabei rum, dass du dich schlecht fühlen sollst, wenn du deine Ziele nicht erreicht hast oder dich verurteilst, wenn du deine Ziele nicht erreicht hast. Es geht darum, Probleme aufzudecken und dafür eben Lösungen zu finden und zu schauen, wie können wir das in der nächsten Woche anders und besser machen. Ja, also ich teile jetzt 7 Fragen mit dir, die dir beim Reflektieren helfen sollen. Und auch hier empfehle ich dir einfach, je nachdem, wie du das möchtest, entweder am Ende der Woche oder am Anfang der Woche mit diesen Fragen zu arbeiten und dir das auch aufzuschreiben und auch irgendwo aufzuschreiben, wo du wieder drauf zugreifen kannst, sodass du vielleicht in einem Dreivierteljahr oder in einem halben Jahr nochmal schauen kannst, was sich da schon verbessert hat, was sich da schon verändert hat und inwieweit deine Ergebnisse, die du im Business erzielst, eben besser geworden sind. Ja? Also, Frage Nummer 1. Was hat diese Woche gut funktioniert? Ja, also es geht nicht nur darum, was schlecht lief, sondern vor allem auch darum, was gut lief, ja. Vielleicht resultieren daraus Aufgaben, die du an Teammitglieder delegieren kannst, ja. Das ermöglicht dir dann wieder neue Zeit oder Zeit frei zu schaufeln und um dich auf andere oder wichtigere Aufgaben eben auch zu konzentrieren, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Nimm dir da einfach ein paar Minuten Zeit und schreib auf, was hat diese Woche gut funktioniert? Ja, die großen Dinge, aber vor allem auch die vielen kleinen Dinge, die gut funktioniert haben. Denn die geraten ganz, ganz oft in Vergessenheit, wie du vielleicht weißt. Frage Nummer 2. Wie viele Produkte, Angebote, Kurse, je nachdem Coaching, Programme, je nachdem, was es für dich ist, wollte schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, so schreib mir gerne an podcast@team-gründer.de. Schauen sich und dann aber nicht auch beim nächsten an, wie Mal viele wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, aber um mein Business das dann nicht auf ein Quartalsziel, auf ein Monatsziel, also, auf ein Wochenziel. Sei smart, bleib dran und trau dich vielleicht groß sogar zu denken. Auf ein Tagesziel runter. Ja, also bei Launches oder auch bei automatisierten Funneln oder sowas ist das auch sehr sinnvoll, da auch einfach mit Tageszielen zu arbeiten. Denn das hilft uns einfach, Probleme zu entdecken und Lösungen dafür zu finden. Ja, also warum erreiche ich mein Ziel nicht? Was hält mich davon ab, mein Ziel zu erreichen? Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Und nur wenn du erkennst, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist, dass du die Anzahl der Verkäufe, die Anzahl der Kunden nicht erreichst, zeigt dir das, dass irgendetwas noch nicht ganz funktioniert. Ja, und dafür bist du verantwortlich, niemand anders. Ne? Du bist dafür verantwortlich, die Ursache auch zu entdecken, um dein Ziel erreichen zu können. Wenn du das nicht machst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass du mehr Verkäufe, bessere Verkäufe, mehr Kunden, mehr Umsatz erreichst. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Die Verantwortung dafür liegt bei dir. Und wenn wir uns Zeit zum Reflektieren nehmen, und Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, woran es liegen könnte, warum wir das Ziel noch nicht erreicht haben, dann hilft uns das im nächsten Schritt auch weiterzukommen, beziehungsweise diese vielleicht Fehler oder Aufgaben oder Dinge, die nicht funktionieren, nicht weiter zu tun. Ja, also das kann zum einen an dem Thema Prioritäten liegen, das kann am Thema Produktivität liegen, vielleicht bin ich zu abgelenkt, vielleicht habe ich mich nicht genug mit dem Thema beschäftigt, vielleicht habe ich es aufgesetzt und gucke mir dann eben nicht mehr an, ob die Kunden da auch herkommen. Also jeder Funnel, den du aufbaust, egal wie groß oder wie klein der ist, das kann auch einfach ein Freebie-Funnel sein, den du vielleicht schon aufgebaut hast, der am Ende zu einem Kennenlerngespräch oder sowas einlädt oder der ein Workbook oder sowas ausliefert. All das sind Dinge, die du messbar machen kannst. All das sind ganz, ganz wichtige
Kennzahlen am Ende auch, die dir zeigen, ob das, was du tust, überhaupt funktioniert oder ob es sinnlos ist. Also es bringt dir halt nichts, wenn du, sagen wir, ob einen Freebie-Funnel oder einen Evergreen-Funnel für einen automatisierten Kurs zum Beispiel. Es bringt dir nichts, wenn du den aufgesetzt hast und der dir am Ende keine Kunden bringt. Ja, das heißt, wir brauchen Ziele und diese Ziele helfen uns dann eben auch dabei zu sehen, ob das, was wir aufgebaut haben, so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Und wenn nicht, dann ja, schauen wir eben, was können wir oder was muss zukünftig anders gemacht werden. Ja, also das ist auch schon die dritte Frage, die gehen so ein bisschen ineinander über. Was hat mich davon abgehalten, mein Ziel in dieser Woche zu erreichen? Oder, falls du es erreicht hast, was habe ich getan, um mein Ziel zu erreichen? Ja, also wichtig, es geht nicht darum, dich zu urteilen. Es geht nicht darum, dass du dich schlecht fühlst, weil du dein Ziel nicht erreicht hast. Es geht wirklich nur darum, Probleme zu finden und sie zu lösen. Ja, also was ist die Ursache? Das kann natürlich auch der Traffic sein. Vielleicht hast du zu wenig Traffic. Vielleicht lädt die Webseite zu langsam. Die Conversion Rates sind zu gering. Vielleicht liegt das an der Headline von deiner Landingpage. Ja? All das können eben Dinge sein, die dazu beitragen, dass du dein Ziel nicht erreichst. Ja? Ganz wichtig. Also da beschäftige dich mit dieser Frage, denn wenn du die Probleme identifizierst, dann hast du eben auch die Möglichkeit, Lösungen dafür zu finden. Ja? Und aus dieser Aufgabe bzw. aus dieser Frage resultieren dann auch To-Dos für die nächste Woche und da komme ich dann auch gleich nochmal zu. Die nächste Frage, wie viele Produkte, also sei es eine Kurse, Coaching-Programme, 1-zu-1-Gespräche, werde ich nächste Woche verkaufen? Ja? Du musst dein Ziel zum Beispiel auch nicht reduzieren, wenn du es letzte Woche nicht erreicht hast. Ja? Das Ziel kann trotzdem höher sein, das Ziel kann gleich bleiben. Das ist vollkommen okay. Es soll natürlich auch ambitioniert sein, damit du auch weißt, okay, cool. Ich muss was anderes ausprobieren, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, ganz, ganz wichtig. Also wir setzen uns zum Beispiel auch keine Ziele, um uns gut zu fühlen. Ja? Wir setzen uns Ziele, damit wir Probleme finden können und sie lösen können. Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel auch bei dem Skipreneur Bundle, da hatte ich auch in den Instagram Stories, also falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, folg mir gerne noch, das ist @skipreneur. Da habe ich auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen des Skipreneur Bundles gegeben und auch geteilt, wie viele Verkäufe wir hatten und wir hatten uns natürlich dafür auch Ziele gesetzt und am Ende, also wir haben die Ziele dann nochmal erhöht und die Ziele waren dann, glaube ich, 300, 500 und 1000, glaube ich. Und wir haben am Ende 857 Verkäufe generiert und auch da stelle ich mir die Frage, so was hat uns davon abgehalten, die 1000 zu erreichen? Was hätten wir noch anders und besser machen können? Und natürlich setze ich mir beim nächsten Mal nicht 1000, sondern mindestens 2000 als Ziel. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig und ändere den Plan, nicht das Ziel. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann liegt es an den Maßnahmen, an den Dingen, die du umgesetzt hast und nicht daran, dass du einfach das Ziel zu hoch gesteckt hast. Ja? Okay, nächste Frage. Welche 3 Dinge werde ich nächste Woche umsetzen, um mein Ziel zu erreichen? Ja? Egal, ob du dein Ziel erreicht hast oder nicht, geht es darum, Dinge zu verändern, ja? Entweder um dein Ziel zu erreichen oder um dein neues Ziel zu erreichen. Und wenn wir uns höhere Ziele setzen, dann werden wir ja auch noch mal viel, viel kreativer, ja? Dann haben wir die Möglichkeit, auch noch mal zu überlegen, so, okay, was kann ich denn noch verändern? Was kann ich noch ausprobieren, um bessere Ergebnisse oder um mein neues Ziel zu erreichen? Und 3 Dinge, also
welche drei Dinge werde ich nächste Woche umsetzen. Reduziere es auf drei, damit du nicht zu viele To-Dos hast. Und leite aus deinen Reflexionsfragen einfach die drei wichtigsten Aufgaben ab, die drei wichtigsten Dinge ab, die du in der nächsten Woche umsetzen kannst. Das hilft dir natürlich auch dabei, Prioritäten zu setzen. Denn ganz, ganz wichtig, wir können nicht alles umsetzen. Und am Ende der nächsten Woche reflektierst du dann wieder und schaust eben, welche Veränderungen gab es durch diese drei Dinge, die du umgesetzt hast. Und das ist vielleicht auch noch ein anderer Grund. Also zum Beispiel auch bei einem Launch oder so, wenn ich etwas wiederhole, dann ändere ich nie mehr als drei Dinge, denn am Ende weißt du halt nicht, welches dieser drei Dinge, die du verändert hast, oder vielleicht waren es fünf oder zehn, hatten denn wirklich, was davon war der ausschlaggebende Faktor? Das ist wahrscheinlich so rum besser erklärt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das auch zu reduzieren auf drei Top-To-Dos, die du umsetzen kannst. Und das machst du dann eben Woche für Woche, reflektierst am Ende der Woche und guckst eben, welche der Faktoren oder welche der Dinge, die du umgesetzt hast, hatte einen Effekt auf die Ergebnisse. Und jetzt kommen wir noch zu zwei weiteren Fragen, die dein Mindset ansprechen. Denn auch das, wie ich am Anfang gesagt habe, ist ganz, ganz wichtig, um deine Ziele zu erreichen. Also welchen Glaubenssatz muss ich loslassen, um mein Verkaufsziel oder mein Umsatzziel, mein Kundenziel zu erreichen? Unser Mindset müssen wir an Bord holen, denn sonst können wir auch keine neuen, keine ambitionierteren Ergebnisse erreichen. Also wir können zum Beispiel auch keine Bestleistung im Sport erzielen, wenn du selber nicht daran glaubst, dass du das überhaupt schaffen kannst. Also wenn du nicht, zumindest nicht unterbewusst daran glaubst, dass du das irgendwie schaffst, dann ist es super, super schwierig, das auch zu erreichen. Also wenn du immer nur die 10 Kilometer läufst, dann wirst du nicht auf einmal 20 Kilometer laufen. Ja? Und egal ob im Sport oder im Business, wir müssen erst selbst daran glauben, bevor wir es auch tatsächlich erreichen können. Und auch eine ganz wichtige Aussage, beziehungsweise auch eine ganz wichtige Sache, die wir verinnerlichen sollten, ist, dass unser Business nur so schnell wachsen kann, wie wir selber wachsen. Also wir, oder wenn ich auf mich zurückblicke, ich habe mich extrem verändert durch mein Business und habe mir auch ganz viele neue Glaubenssätze angeeignet. Also früher habe ich zum Beispiel gedacht, ich kann keine Videos machen, ich kann keine Webinare, ich kann nicht vor Leuten sprechen, online kann man kein Geld verdienen, ich kann kein Team führen. Also all diese Dinge musste ich oder habe ich losgelassen in der Vergangenheit und noch viel mehr. Und heute glaube ich, dass ganz viele Dinge möglich sind, dass ich mir riesengroße Ziele setzen kann und auch die erreichen kann. Und dazu möchte ich dich eben auch einladen. Also schau mal, ob es da irgendwelche blockierenden Glaubenssätze gibt, die du loswerden musst. Also vielleicht auch, ne, ich bin nicht gut genug, um Kunden anzuziehen, oder ich glaube, die Kunden kaufen nichts von mir, oder mein Produkt ist vielleicht noch nicht gut genug, mein Produkt hilft anderen nicht weiter. Also hör da mal in dich hinein und schau, welche Glaubenssätze du loslassen musst, um deine Ziele, deine neuen Ziele auch immer wieder zu erreichen. Und auch das, tu das einfach Woche für Woche. Reflektiere, 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 ja? Wir müssen nämlich nicht nur für unser Tun die Selbstverantwortung übernehmen, sondern auch für unsere Gedanken. Und wie gesagt, wenn die nicht an Bord sind, dann können wir auch nicht die Ergebnisse erreichen, die wir uns wünschen. So, und die letzte Frage baut natürlich auf dieser Frage auf. Was muss ich über mich selbst glauben, um mein Verkaufsziel zu erreichen? Also mit welchem neuen Glaubenssatz möchtest du deinen alten Glaubenssatz austauschen? Ja, zum Beispiel, ich bin gut genug, ich darf online Geld verdienen, ich darf online viel Geld verdienen. Online-Kunden gewinnen ist leicht. Ja, all das können Dinge sein, mit denen du, also je nachdem, was dein Glaubenssatz ist, die du nutzen kannst, um einen blockierenden Glaubenssatz zu einem unterstützenden Glaubenssatz zu machen, ja? Also, wie so oft, dein Commitment ist notwendig, du musst ins Tun kommen, du musst handeln und auch auf deine Gedanken aufpassen. Und ganz, ganz wichtig, nimm dir Zeit zum Reflektieren.
Reflektieren ist Gold wert. Und ich habe auch schon in einer der letzten Episoden gesagt, es ist eine kostenfreie Möglichkeit, um dein Business Schritt für Schritt vorwärts zu bringen. Denn nur durchs Reflektieren bekommst du wertvolle Antworten, die dir zeigen, in welche Richtung du und dein Business dich weiterentwickeln können. Ja? Also nimm dir die Zeit, gönn dir einfach ein Glas Wein oder einen Tee oder einen Kaffee, was auch immer du gerne magst. Setz dich eine halbe Stunde hin in der Woche und schreib dir alles auf, was dir zu diesen 7 Fragen einfällt. Ich bin gespannt, welche Ergebnisse du erzielen wirst. Ich bin gespannt, inwieweit dir diese Fragen weiterhelfen. Und ich freue mich, wenn du diese Podcast-Episode mit deinen Business-Freundinnen teilst, wenn du einen Screenshot machst und deine Business-Freundinnen text, denen diese 7 Fragen auch weiterhelfen würden. Ich danke dir und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, tschüss!